Leute, ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem Mal Yakuza Kiwami 2. Es ist wieder Zeit für Mate no! Auch bekannt als Haruka, unser Lieblingsmädel aus Yakuza Kiwami 1. Und überhaupt das, unser Lieblingsmädel, ist wieder da und sie ist happy, sie ist freundlich, sie ist gut drauf. Und wir sind es auch. Wir haben sie nämlich beim letzten Mal gerettet vor Sengoku. Und ja, wir hatten einen spannenden Bossfight, aber nicht gegen Sengoku, weil das wäre ja langweilig. Wir haben gegen zwei Tiger gekämpft und die haben wir gegen Tiger Drop, Mann. Alter, Mann. Leute, Tiger Drop gegen Tigers, Mann. Und ich will übrigens einen Komaki Tiger Drop lernen, wenn wir schon mal dabei sind. Wo ist ein Komaki, dieser Penner? Naja, zumindest wir speichern jetzt erstmal. Und ja, Leute, wie gesagt, wir haben zwei Tiger einfach so im Faustkampf besiegt, man. Sengoku wurde dann umgebracht von Ryuji, der uns ja hier die Schonfrist von 3 Tagen gegeben hat. Und Sengoku ist jetzt keine Gefahr mehr, aber Ryuji wird in 3 Tagen alles in Kamurocho vernichten. Das hat er uns ja angekündigt. Davor will ich jetzt erstmal hier so einen super Assassinen besiegen, der sie uns in den Weg stellt. Oh, ein Weihnachtsbaum, ist das nicht schön? Und wer soll dessen jetzt sein? Aber ist ja Ninja, cool. Hallo Ninja, aber... Oh, das ist ein kleines Tor. So. Schauen wir mal, hast du was drauf, Ninja? Hyokirio? What do you want with me? Sotenbori strong, man. Ich hasse Ninjas. Aber ich liebe Bierflaschen. So, das ist nämlich jetzt sehr madig. Das ist schon wieder ein Typ mit der Waffe. Aber nur gut, wir haben einen Stuhl. Beam! Was? Flashbang! Sollen wir den Gegner Flashbang schmeißen? So, leider ist Tom vertan, oder? Turn for time! Bam! Bam! So, Mann. Alter, wir müssen uns ja doch mal hier was gegen diese Effekte holen. Ist ja madig, Mann. Wartet. Ist hier nicht irgendwas zum... Na gut, dann nehme ich den Stuhl. Das ist schon wieder, Mann. So, verdammter Ninja, Mann. Okay, das war jetzt nicht so hart, Mann, aber trotzdem mit seinen Kack-Flashbangs, Mann. I concede my defeat. As such, I had a 15. I never learn how to do again. I give you a proof of my way. Oh, Darkwood. Sehr schön. Okay, Leute, haben wir den schnell mal besiegt. Haruka? Wir haben Haruka verloren. Verdammt. You're grown up after all. Hä? Redet er gerade mit mir? Redet mir mit Haruka? Ich weiß es nicht. Naja, zumindest also, Leute... Nachdem jetzt hier Sayama auch beim letzten Mal zu unserer Rettung kam und wir wieder alle Friede, Freude, Eierkuchen, back on the Hose und beste Freunde sind, machen wir jetzt ein bisschen Party mit Haruka, also Harukas Premium Adventure und ich laufe immer vor Haruka weg. Aber in Yakuza Kiwami 1, was ich... Ja genau, jetzt hat sie sich einfach hingeworbt, das ist ja langweilig, Mann. Mate no! Weil ich mag vor Haruka wegzulaufen, weil sie ist ein unzähmbares Biest. Ja, und beim letzten Mal haben wir noch einen Producer getroffen, der Haruka zu einem Star machen will. Hä, wieso leuchtet der E1 Spind? Muss ich nicht verstehen, oder? Schau gerne, da leuchten manche Spinde. Aber es ist ja nicht so, dass wir die aufmachen könnten. So. Haben wir wieder ein paar Schlüssel gefunden. Okay. So, also weiter geht's, Haruka. Auf zur Unendlichkeit, noch viel weiter. Wer ruft mich schon wieder an, Mann? Oh nein, das ist der Spinner, der Haruka zu einem Star machen will, oder? Hallo, this is on the body production, the president to be specific. The talent agency. Yeah, I'm calling about your little girl. How do you get my number? I'm interested when I put my number in your phone, Paul. I got this game down, sir, and I couldn't let a little girl slip through the cracks. I can't get a little engine all over my head. I've got to say, this is the first time I've felt such a great football. She's gonna be big, huge. Even I've got the instinct for this. I can personally assure you that she'll live out her dream. Can I convince you at least to hear me out? Whenever you're free. What is being at the office with her? I wait. However long it takes, I wait.
Fingerbolt. Hallo, komm, möchtest du kein Star werden? Geh ich lieber zu unserem Typen. Das ist der Typ mit der Rotzglocke. Der ist cool. Wo laufe ich jetzt hin? Jetzt kann ich. Ja, gut, dann laufe ich den ganzen Weg nochmal zurück. Jetzt auf einmal hört er sich also doch an. So, ja, latsch mir nochmal zurück. Ja, ist der Schlüssel. Hallo? Schlüssel? Schlüssel? Na, dann habe ich keine Lust auf den Schlüssel. So, wenn der Schlüssel nicht zu mir will, dann will ich auch nicht zu ihm. So, jetzt warpt sich gleich. Haruka! Ah! Es ist ein Haruka! Boah, schau ich mal, wo sie kleiner sprintet, Mann. Schau, wenn ich sie nicht anschaue. Schau ich ihre kleinen Füße an. Und dann sprintet sie auf einmal so. Und das ist voll lustig, Mann, wenn man sie nicht anschaut, dann legt sie einfach so ein Tempo vor. So, jetzt kommt sie in 2 Sekunden auf mich angelaufen, ne? Come on, babe. Give him a damn rest. I said, before I said again, your angels are all crooks. I did everything you said, and still, I still got no debut. Oh, don't give me that. All reason you didn't get your debut is because you didn't put in the effort. You know what to say, babe. The product ain't gonna sell itself. Takes hard work to perseverance. Can't expect everything handed to you, right? I don't need to take this. Give it back. Give me back my money. Hey. It's a sick joke. Registration fees, lesson fees, headshot codes, it's all adds up. They think I'm just gonna roll over and let him take everything from me. I'm getting it back, I swear. Ah, okay, wir sind schon wieder in der Abzirkmasche. Right here, Zack Carica. Okay. I've been waiting. Please, please, have a seat. I'm only here to let you say what you wanted to say. Don't make assumptions. Yes, 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 and thank you for doing so. See how it works. We'll take the young lady into our care and put her into training. Acting lessons, voice training, dance lessons. She'll learn how to do this and make her idol debut. We'd also negotiate a killer contract on her behalf. And of course, we wouldn't neglect their studies. Our girls go to the only the top-notch schools in the area. Sound awful in general. Of course it is. We'll invest in the future of the modest cut down the road. And that little lady's gonna be a star. I can feel it in my bones. If I'm being honest, we'll make back what we put her into tenfold. I have no regrets about spoiling her rotten now. My instinct haven't steered me wrong yet. I still can't imagine how I can show business. I want a life, a good, honest life. And I understand that, Paul. And if any father would worry for this little girl. You toss her into showbiz full of those big-headed accuser types. I really do understand. The accuser types, huh? Husband get kidnapped 4 times. Even with me around to protect her. No, I'm protecting her. And the reason she's in danger. It's my fault she gets wrapped on these things. So, what do you say? Can you trust me to carry a little girl? Ja, aber das ist doch eine Abzocke, das weiß ich doch jetzt. I need some time to think about it. I understand the hesitation, I surely do. But time ain't on your side here. Before long, she'll be a real beauty, growing up in the blink of an eye. Other agency are gonna swoop like vultures, and I can tell you, that ain't all honest. And that ain't all, Paul. Say, think it over, and say yes. Nah, showbiz ain't for my little girl. Well, this gonna have troubles. You'll need 9 iron and swat off point of your Porsche. You'll look like a strong fella, but even you don't got eyes in the back on the head. But if she got into the structured world of showbiz, the proper schooling that girls with. Our agency could all give but guarantee she'd safety and focus on the matters. Yeah. I'd never do this before getting her falling under ID's side. Ah, fine man, great father. Don't see many parents these days who really want what their kids want, but are you sure? As her parent, her guardian.
Leute, sollten wir vielleicht sagen, dass wir irgendwie eigentlich nur so Überwacher sind, aber so richtig nichts mit dir zu tun, so richtig nicht für sie verantwortlich sind, aber egal. Ended also your job to give her best possible future? Kids don't quite got the experience to make calls on, you know? If I had to guess by looking at you, you're a man who tasted both the bitter and the sweet of his life so far. But why not put the experience good use for the future of the girl, you know? You might be right. This could be Haruka's best interest. You know it is. Let me just draft the paperwork. That's going to be tough. Nani? Haruka! Oi. Who are these guys? Food from rival agents. Three pieces of work, these guys. They got Umi backing, so they think they run busier. Come on, guys. Don't let Jump Sakaya into the bum deal. I usually take better care of you. Haruka! Uncle Carl's help! Hang on, Haruka. These punks need a lesson in how to do business. The fuck? You talk pretty tough, Grams. Alter, Markiro, ich sag's schon wieder, der ist so um die 40. Und vielleicht ein bisschen drüber. Und immer alle nennen ihn Alter, Mann. Opi. Leute, was ist da mit 50? Mit 50 ist er dann eh schon. Kann sich eh schon ins Grab legen, oder? So wie du, Kuroki. So macht man Geschäfte, oder? So, come on. Leute, ist das eure Firma? Hier, DVDs gibt's kostenlos von mir. Macht doch toll Werbung für euch, oder? Sollen wir jetzt dem Typen echt vertrauen, Mann? Ich habe das Gefühl, die sind alle Verbrecher. Also, der Typ sieht jetzt, wie wir die verkloppen hier. Und der will. Also, ich weiß nicht. Er könnte sich ja mal überlegen, dass wir das auch mit ihm machen, wenn er hier wirklich uns betrügt. So. Beam! Wow, incredible! Wow, we are about to move to contract signing as a recall. Let's go back inside. Yeah. What contract, yeah. Uncle Cass? We just took the next step forward to your future, Angel. You're gonna be an idol. You're gonna shine as bright. Your daddy is gonna need her shades. You're a top-ranked school, living like a princess. お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。はるか、聞いてくれ。いや、おじさんも私を捨てるの。私、もう一人になりたくない。そうじゃない。俺といると、またお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。いつも おじさんが守ってくれたから、どうしても私を置いていくって言うなら、一人でも会いに行くよ、神室町まで。おじさんに会いに。はるか、さあ帰るよ。ちょっと待っていいな、ここまでしばし、このぼりかいな、なせっしょうな。わしの金の卵が、 わしのダイヤの原石が。ごめんね、社長さん。それや、その笑顔。何でも許したくなる、その笑顔が君の仏教で。バイバイ。ほな、さいなら。って、アホかいな。わしがたぶらかされてどないすんにゃ。わしゃ。
Hey, remember that girl with amazing voice? The one all this practice down the river? Yeah. Did you know she works at the bar? I think it's called Seal. Does she think folks who go drinking in there? We should drop sometime. I should find the singer there. Und wieso müssen wir die jetzt finden? Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, Leute, Haruka wird doch kein Popstar. Also noch nicht. Aber Leute, ihr Lache am Ende, das hat doch noch alles gezeigt, Mann. Am Ende wird sie. Am Ende unterschreiben wir irgendwann einen Vertrag, Mann. Was denn? So. Beam! Alter, schau ich mal, was inzwischen Standardgegner für dicke Lebensbalken haben. Finde ich gar nicht cool, Mann. Leute, und ich habe nicht so was überpowertes wie mein Dragon-Style aus Yakuza Kiwami mir 1, Mann. Wo ich am Ende so überpowered war, dass ich einfach jeden Typen mit zwei Hieben besiegt habe. Gibt's hier leider nicht, Mann. Außer wenn ich einen Tiger Drop endlich gelernt habe, Mann. Leute, Mann, ich habe einen Tiger gedroppt, also. Wieso lerne ich denn nicht sofort einen Tiger Drop? Und wieso kann ich die Waffe nicht mitnehmen? Hass mal ab, Mann. Genau, jetzt ist Golf Time! So. Beam! Beam! Ich will schmeißen. Beam! Haruka! Haruka! Nächster Popstar! Schmeiß das Fahrrad. Cooles Wort. Okay, Leute. Jetzt laufen wir wieder schnell vor Haruka weg. Oh, da kommt Haruka wieder in einem Tempo. Bup, bup, bup. Trippe zieht er ja, Mann. Ich liebe es, Mann. Ich mag es, vor Haruka wegzulaufen. Wenn ich mir jetzt umdrehe. 50 Kilometer sind wir schon gewandert hier. Nicht schlecht so. Schau an, jetzt kann sie mir nicht einholen. Aber wenn ich mich umdrehe, dann legt die da Tempo. Und sofort ist sie da. Okay, dann. Wo sind wir hin? Wahrscheinlich nicht da, aber. Ich gehe trotzdem da. So, ich futter die Dinge hier. So, sehr gut. Oh, und wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte, Gold. Und ich muss mein Messer, fällt mir gerade mal auf. Wenn ich mit Haruka zusammen bin, muss ich mal an Waffen denken. Wisst ihr. Equipment. Kann ich wieder wegtun. Dann haben wir einen Pole hier und Stats. So. Wenn mein Angriff aber erhöhen, Mann. Geht doch gar nicht, Mann. So. So, weiter geht's nicht. Das ist ja geil. Dann schauen wir hier. Collateral Damage ist unwichtig. Powerful Throw. Parry Master ist unwichtig. Ultimate Speed, wenn du schon eher. Quick Step Cancel. Release Bounce. Attack faster, wenn your enemy attacks you. Increase Weapon Damage, das machen wir jetzt mal. Stun Resistance, ja, ich weiß nicht. Das war jetzt halt einmal, wo wir das gebraucht haben. Heat Action, lernen wir nichts Neues mehr. Dafür muss ich wahrscheinlich irgendwelche 100.000 Sidequests machen, so. Ja gut, ansonsten braucht man das auch nicht. Und Life Skill, ja, wir könnten unsere Geschwindigkeit mal hier voll upgraden. Dann können wir unbegrenzt laufen. So, und dann Battle Skills. Schauen wir nochmal, was wir jetzt hier haben. Ich weiß nicht. Das können wir machen. Das können wir machen. Und das können wir machen. Was habe ich jetzt hier? Health Upgrade, jo. Können wir auch noch weitermachen. Können wir nochmal Defense hier upgraden. Und warte, kann ich jetzt meine Defense nicht upgraden? Was haben wir noch? Ja, okay, der Rest ist ja wirklich mild. Ja, okay, Leute, dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ihr seht, wir sind eh schon über fast hier auf dem Maximum. Außer Verteidigung, da fehlen uns noch 4 Punkte. Ansonsten haben wir jetzt über ein Maximum schon. Also, Leute, der Drache ist, würde ich sagen, da. Bevor wir jetzt aber weitermachen und dann hier noch ein bisschen Party mit Haruka machen, erstmal einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.